Dann würde ich die 9 mir erlauben, jetzt aufzurufen. Und das ist die Änderung der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzung der öffentlichen Straßen in Dresden, kurz Sondernutzungssatzung. Mir liegen ein Ergänzungsantrag der Dissidentenfraktion vor, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Das wäre zunächst möglichst einzubringen. Und dann ist darüber hinaus eine Wortmeldung, Herr Maloney, den ich danach aufrufen würde. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Die dritte Corona-Welle, sie ebbt gerade ab. Die Fallzahlen gehen runter, die Todeszahlen gehen runter. Und wir merken es, es ist Sommer und es geht wieder raus. Das heißt, wir haben jetzt schon die dritte Welle der Pandemie hinter uns und da haben einige sehr gelitten. Wer hat sehr stark gelitten? Das ist natürlich die Gastronomie und das ist der Einzelhandel gewesen. Und die müssen jetzt im Sommer, sollte die Situation weiter entspannt bleiben, müssen quasi aufholen. Wer hat aber noch gelitten? Gelitten haben auch wir alle. Wir alle haben gelitten, indem wir halt nicht ins Restaurant konnten, nicht in die Kneipe, nicht mit Freunden treffen, nicht mit Kollegen Kaffee trinken gehen. Das war uns allen verwehrt. Das heißt, wir sollten der Gastro helfen, wir sollten dem Einzelhandel helfen und wir sollten uns helfen. Wir müssen aber auch daran denken, dass wenn wir uns helfen, wenn wir uns sagen, dass wir nicht uns gleich wieder spalten oder es irgendwie falsch machen. Denn wir haben ja die Leute, die jetzt schon geimpft sind und wir haben aber auch viele Leute, die ohne ihren Willen jetzt noch nicht geimpft sind, die sich gerne impfen lassen würden, aber es nicht können. Und das führt natürlich jetzt in ein Problem, welches wir so in der Art noch nicht hatten. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Gruppe von 10 Leuten, 5 sind geimpft, 5 sind nicht geimpft. Was machen Sie denn dann? Sagen Sie dann, ja, ihr 5, die nicht geimpft seid, bleibt zu Hause? Oder sagen Sie, ach komm, ist nicht so schlimm, kommt mit in die Kneipe. Was machen Sie denn, wenn dann jemand krank wird? Also das sind sozusagen Probleme, die wir sehen oder die auf uns zukommen werden. Und wir müssen der Gastronomie helfen, dem Einzelhandel helfen, wir müssen uns helfen und wir müssen dabei solidarisch sein. Und das geht natürlich am besten, wenn wir das draußen machen. Wenn wir es draußen machen, dann ist das Corona-Risiko deutlich kleiner und das bedeutet, wir sollten jetzt die Sondernutzungsgebühren nicht nur aussetzen, sondern wir sollten wirklich grundlegend was an der Sondernutzung für diesen Sommer ändern. Wir sollten für diesen Sommer sagen, nicht nur vor einem Restaurant, nicht nur vor einem Laden, sondern auch links und rechts daneben, auf der anderen Straßenseite, wenn ein Platz in der Nähe ist, auch auf diesem Platz und auf jetzt Parkplätzen für den Sommer, wohlgemerkt, wenn sowieso Ferien sind, können dort Tische und Stühle aufgestellt werden, damit wirklich wieder Umsatz generiert werden kann und damit wirklich viele Leute ihr Essen in einer Gruppe genießen können. Ich war jetzt 15 Monate nicht mehr in meiner Lieblingspizzeria, innen sowieso nicht, aber auch nicht davor, weil da ist einfach kein Platz. So, da kann man nicht davor sitzen und Pizza essen. Und deswegen wäre es schön, wenn die Pizzeria halt ein Stückchen weiter die Tische hinstellen könnte und wir dann sozusagen in diesem Sommer ein Summer of Außen-Gastro-Love erleben, dass die Touristen sagen, boah, Dresden ist so cool, Dresden ist so schön, guck mal, wir können jetzt hier essen, wir können da einen Kaffee trinken und so weiter, dass wir, wenn wir nicht wegfahren, dass wir sozusagen sagen, ja, Sommer 21, aber Corona war echt Mist, aber dieser Sommer, das war wirklich toll. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass wir in diesem Sinne jetzt eine Entscheidung treffen können, den Oberbürgermeister beauftragen, alles in seiner Macht Stehende zu tun, dass das möglich sein wird. Und wenn es dann noch irgendwas vom Stadtrat zu regeln gibt, wird Herr Hilbert das uns bestimmt vorlegen. Wenn er es selber machen kann, umso besser. Lassen wir es diesen Sommer richtig krachen und tun wir uns allen was Gutes. Dankeschön. Jetzt Herr Maloney.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, vor einem Jahr haben wir hier in April- und Mai-Sitzungen des Stadtrats über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Pandemie gesprochen, haben gemeinsam erste Beschlüsse gefasst, auch auf Anträge unserer Fraktionen. Und ich bin sehr froh, dass sich damals Mehrheiten gefunden haben für viele dieser Vorschläge, bis hin zu Themen, die wir eben auch in die Haushaltsplanung mit aufgenommen haben. Absolut inakzeptabel war, dass der umfangreiche Beschluss Dresdner Veranstaltungswirtschaft unterstützen und Festkultur stärken vom Juli 2020 durch die Verwaltung zunächst nicht umgesetzt wurde. Ein halbes Jahr hat die Verwaltung gebraucht, bis es dann erst auf Nachfrage durch mich und weitere Stadtratskollegen dazu führte, dass man uns mitteilte, dass man nichts davon umsetzen will. Der damalige Beigeordnete, Herr Schmidtler-Montén, hat das insbesondere für den Beschluss zur Sondernutzung in seinen letzten Monaten offensichtlich ausgesessen. Ich bin daher umso mehr dem Beigeordneten Kühn dankbar, dass er sich des Themas angenommen hat und den klaren Willen des Stadtrates in einer Umsetzungsmöglichkeit gefasst hat, die uns nun heute hier endlich vorliegt. Und bei allen inhaltlichen Differenzen, es wird bestimmt noch mal die ein oder andere mehr werden in den nächsten Wochen, vielleicht sogar heute noch, kann ich mir gut vorstellen. Genau das erwarte ich von einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen einem ehrenamtlichen Rat und einer hauptberuflichen Verwaltung. Das muss alles viel schneller gehen. Schade ist, dass nur die Hälfte der eigentlichen Intentionen jetzt auf den Weg gebracht wurde, insbesondere beim Thema Pop-up-Konzepte. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Werden wir allerdings dranbleiben, auch beim Thema Großveranstaltungen und Stadtteilfeste. Werden wir noch mal erneut diskutieren und noch genau schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Zu dem Ergänzungsantrag kann ich nur dafür werben, dem so zuzustimmen, wird unsere Zustimmung auf jeden Fall finden. Ich bin gespannt, wie die Verwaltung den umsetzt, weil ich sehe in dem Ergänzungsantrag im Wesentlichen ja eine Aufforderung an die Verwaltung, mit Anträgen zur Sondernutzung möglichst im Interesse der Gewerbetreibenden, Gastronomen und so weiter großzügig umzugehen. Wir werden auch noch weitere Vorschläge in den nächsten Ratssitzungen einbringen zur Unterstützung für Gastronomie und Handel. Und ich wiederhole nochmal das, was ich schon mal hier gesagt habe. Eins muss für uns am Ende stadtgesellschaftliches Ziel sein, mit mehr Möglichkeiten, mit mehr Chancen und mit mehr Freiheit aus der Krise hier herauszukommen. Vielen Dank. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Herr Kart, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir bräuchten noch mal 2 Minuten Auszeit vor der Abstimmung, um uns noch mal zu dem Antrag der Dissidentenfraktion abzustimmen. Und Frage, gibt es sonst weitere Wortmeldungen? Dann würde ich kurz für 2 Minuten unterbrechen und dann kommen wir zur Abstimmung.
Ich sehe, glaube ich, dass wir fortsetzen können. Darf Sie bitten, wieder alle die Plätze einzunehmen, so dass wir dann zur Abstimmung schreiten können. Gibt es weitere Wortmeldungen jetzt nach der Auszeit, Herr Hannig? Ich mache das ganz kurz von der Seite. Die Freien Wähler haben sich auch entschieden, dem Antrag zuzustimmen. Wir freuen uns insbesondere, dass die Betreiber des Schillergartens jetzt sicher die Gelegenheit haben, eine Genehmigung zu bekommen, um den Parkplatz für ihre Bierbänke zu nutzen und viele ähnliche Initiativen. Und das wird dieser Stadt sicher helfen. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wir haben zunächst den Ergänzungsantrag der Dissidentenfraktion. Wer diesen zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Das ist die deutliche Mehrheit, wer damit so angenommen. Und wir kommen damit in der so geänderten Fassung zur Schlussabstimmung. Wer zustimmen möchte, den angepassten federführenden Ausschussbericht, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen, ist einstimmig dann beschlossen mit 70 Ja-Stimmen. Damit hätten wir den Tagesordnungspunkt 9 absolviert. Mit Blick auf